Moin Leute, was geht? Hallo, das ist, wir sind gerade eben erst live gekommen. Wir unboxen unsere Drohne. So, Ding ist, also die Verpackung ist schon ein bisschen mitgenommen. Hier ist so eine kleine Lücke. Hier, das sieht hier auch nicht mehr so top frisch aus. Ihr müsst wissen, das Paket kommt aus Shenzhou, aus China. Und ja, das hat eine ganze Weltreise hinter sich, weil die produzieren da und die haben keine Facility hier in der Gegend. Ui! What is it? What is it? It's a Mavic Mini! Sexy, oder? Sieht geil aus. Die ist geil. Holy shit! Ich werde noch eine Drohne zur Adresse. Mach das! Ich wäre nicht mal mad. Wo fliegst du die dann? In Stuttgart gibt es sehr viele schöne Autos, die man kaputt fliegen kann. Spaß. Also die ist, das Interessante an der ist, die darf man in der Stadt fliegen. Oh, sieht das... Oh, ich habe gerade dran gerochen, Leute. Das riecht so gut. Wie viel kostet die? Die hat jetzt in der Fly More Combo 500 Euro gekostet. Ich glaube, hier ist die Batterie drin, Chat. Der Auspackboss. Ja, das sind die Batterien, Chat. Das sind die Batterien. Ich gönne mir sonst nichts, Leute. Das ist T-Shirt von meinem Vater. H&M Hoodie von... Also mein Outfit, was ich anhab, ist quasi umsonst. Und ich esse nur Fertigsachen und gebe kaum Geld aus. Das ist das erste Mal, seitdem ich seit langem, dass ich mir wieder was gönne. Das sind die Batterien, die sind klein, kompakt. Ich glaube, die kann eine halbe Stunde fliegen. Oh, das habe ich weggeworfen. Die SSD, 64 GB. What is this? Aha, es ist ein Adapter. Also die ist zumindest für die jetzigen Drohnengesetze, darf man die überall fliegen. Weil die unter 250 Gramm wiegt. Die wiegt mir genau 249 Gramm. Imagine, Leute, die Drohne wiegt 249 Gramm. Das ist so wenig, mein Geldbeutel wiegt mehr. Okay, das ist ein Weird Flex gewesen, aber... also mein Handy wiegt mehr als die Drohne. Oi! Oi, das sind die Propellerschützer. Ich wollte das gerade wegwerfen, weil ich gedacht habe, whatever. Hier, die kommen an die Propeller ran. Saugeil. Also ich freue mich mega gerade. Das war's hiermit. Da nochmal die Verpackung außen. Jetzt kommen wir zum eigentlich interessanten Teil, Chat. Oi. Das ist die Drohne. Hast du überhaupt Erlaubnis, Drohne zu fliegen? Man braucht keine Erlaubnis, um Drohne zu fliegen. Nur in gewissen Gebieten. Sexy. Da, das ist so eine, da kommen die Batterien rein. Ist sexy. Ist das im Haus so schlau, mit der zu fliegen? Dafür sind die Dinger hier da. Ah, jetzt habe ich's verstanden. Oh mein Gott. Ah, RIP. Ah. Hast du es gekauft, um bei den Nachbarn im Fenster reinfilmen zu können? Alter, weg so. Mit dem Ding fliege ich durchs Fenster durch. Was für nur durchs Fenster reinfilmen? Ab 250 Gramm braucht ihr schon eine Kennzeichnung. Ja, die wiegt 249 Gramm. Ah, Ersatzpropeller. Okay, alles normal. Ein paar Ersatzpropeller. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die Akkus auflade in dieser Batterie irgendwie oder ob ich die in der Drohne aufladen muss. Sonst ist ja auch nichts mehr drin. Jetzt haben wir noch das Ding hier. Ah, das ist der Controller. Ihr steuert das Ding mit eurem Handy. Ihr schnallt da euer Handy rein und dann... Wir lassen die jetzt gleich fliegen, Chat. Alter, da habe ich richtig Bock drauf. So sieht das dann mit Handy drin aus. Guck mal, das ist die Webcam. Erstmal gegen den Bildschirm fliegen. Oh, das wird gleich interessant, wenn wir das Ding zum ersten Mal fliegen. Das wird gleich sehr, sehr interessant. Wie können wir uns gegen Drohnen wehren, Alter? Oha, Alter, der tut so, als würde Welt untergehen, weil Drohne, der kriegt Moral wegen Drohnen oder was? Drohnen legen den Flughafen lahm. Genau das ist Anfang des Monats in Frankfurt passiert. Aber können Drohnen wirklich den Luftverkehr gefährden und... Junge, High-Quality-Production, Alter. Scheiße, was? Aber wann und wo können Drohnen denn noch gefährlich sein? Zum Beispiel in Gefängnissen. Es gab bereits einige Fälle von Waffen- und Drogenschmuggel in Anstalten. Alter, das ist ja abgefuckt. Betriebsspionage, ein weiteres kriminelles Feld. Leise Drohnen mit Kameras zeichnen... Junge, die geben mir ganz viele Ideen. Die sind ja alle anders Pfeifett unterwegs mit ihren Drohnen. Ich hab gedacht... Alles schon passiert.
genauso wie der Einsatz von Drohnen, die zur Waffe umgebaut werden. Oh mein Gott, was? Diese wird so modifiziert, dass sie eigentlich einen Abwurfkörper dran hat. Der ist so weit ausgestattet, dass man den befüllen kann. Dass nicht nur Flughäfen, sondern auch einige Kernkraftwerke schlecht auf Angriffe vorbereitet sind, zeigen die Umweltaktivisten von Greenpeace. Sie konnten letztes Jahr ohne Probleme einen Modellflieger in Superheldenform gegen die Wand eines französischen Atomkraftwerks fliegen. Anfang 2009. But why? Hä? Imagine, Alter, du sitzt bei Greenpeace rum und du denkst dir, was machen wir heute? Okay, SeaWorld haben wir schon gestürmt. Keine Ahnung, Schlachthäuser haben wir geleakt. Wie wär's, wenn wir ein Superheldenflugzeug gegen ein französisches Atomkraftwerk fliegen? Oh, Scheiße. Es ist an der motherfucking Zeit, Leute. Seid ihr ready? Wir lassen diese Drohne jetzt zum ersten Mal fliegen. Oh mein Gott, es ist so geil. So, ich zeig jetzt mit der Drohne auf den Chat. Geil. Scheiße. Alter, die rennt weg. Die rennt weg, wenn ich sie anfassen will. Ich bin mal vor einer Lavende wieder Tapo. Seid ihr? Nur mit der Ruhe. Wie lande ich das Ding? Ich krieg's nicht mehr runter. Lässig. Ich hab's einfach auf meiner Hand landen lassen. Geil. Oh. Der Akku hält nicht so lange. Ja, der Akku hält vielleicht eine halbe Stunde oder so. Oder 20 Minuten. Ich will jetzt erstmal nochmal starten und landen lassen, Chat. Können wir damit an die Kamera ranfliegen? Nein, ich kann nicht! Vielleicht fliegt sie durch Setup. Die hat ja auf jeden Fall mein Setup. Gut, die hat sauber gemacht einmal. Wir müssen noch die SD-Karte reintun. Komplett übersteuert. Seid ihr jetzt wach? Seid ihr was Nervenkitzel? Mache ich die Drohne gleich kaputt? Da kann ich mir direkt noch eine Drohne kaufen. Ich liebe Drohnen. Ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn ich die starte. Hier. Und dann drückst du hier auf Start und dann. Also das mache ich jetzt aber nicht. Laut as fuck, ja, es ist für mich auch nicht leise, Leute. Vielleicht fliegst du mal ein bisschen weiter weg, okay? Ist so besser? Machen wir eine Roomtour mit der Drohne. Monka! So. Alter, ich hab die nicht unter Kontrolle. Ich kann die ganz schwer steuern nur. Geil. Also for real. Fast live on stream gestorben? Nein. Und wie sehr fuckt euch das Geräusch ab, Chat? Wie sehr? Modus aktiviert. Helm wieder anziehen, jo. Mann. Jetzt for real. Was soll die Scheiße? Geh jetzt mal echt aus. Komm. Ah, kurz drücken, dann lange drücken. P-Player, du bist eine scheiß Legende. Ich hoffe, das weißt du. Hat mich gefreut, dass ihr beim Drohnen-Unboxing dabei wart. Vielen Dank fürs dabei sein. War cool. Liebe euch, aber ich bin verdammt müde, ich hab wenig geschlafen.